Die nächste Geschichte trägt den Titel Der Weltuntergang. Da kommt ein Wort Kamischa vor. Kanischa. Das ist eine Verfallhornung für Canossa, nur zum, dass Sie nicht nachdenken müssen, was das bedeutet. Der Weltuntergang. Haben Sie nach dem nicht der Sibylla-Weissagung gelesen? Fragte die Frau Soferl vom Naschmarkt ihren Widersacher Herrn Schunken-Gruber, als dieser die Geschichte von dem bevorstehenden Untergang der Welt, welche besonders unter den Bauern von Galizien große Unruhen erzeugten, für Aberwitz erklärte. In der Sibylla-Weissagung steht alles auf ein Pünktel, wie es kommen wird, fuhr die Frau Soferl fort. Freilich, es Aufgeklärten, es glaubt an gar nichts. Es wird es auch nicht glauben, wenn die Welt schon längst zugrund gegangen sein wird. Euch muss man mit der Scheibe drucken über die Nosen fahren, bis das es was zukippt. Wollen Sie das etwa auch leugnen, dass die Welt schon viel zu lang steht und dass alles schon längst Zeit für einen Abrahams Wurschtkessel ist? Aber das ist nur darum, weil es in eurer sündhaften Weise so à la Kavalla fortlebt und glaubt, es muss allerweil so sein. Von mir aus kann es jede Minute angehen. Wenn heute der Wächter von Haus zu Haus einsagen kommt, dass morgen die Welt zugrund geht, so rahme ich ruhig mein Standl ein und warte mit meinen Leidern auf die Posaunen. Mein Gott, was wird denn der Erzengel Michel mit einer teugerten Kräutlerin lang Geschichten machen? Er wird mich halt aufschmeißen auf die Waage und das bissel Petersü und Buri und was ich die Leute betakelt habe auf die andere Seite. Was kann denn der Petersü wegen? Na, und die paar Erdäpfeln und der Spargel, die da zusammen gewiss nicht. Na, und wenn ich halt nicht in die Hechschne, so wie der Sagen der Erzengel, Servus mit Linz, verschwind, Soferl, sag, es war nix. Und ich will mich so geschwind als möglich in den Himmel reindrucken. Alles dann, sehen Sie, ich hab keinen Grund, dass ich mich verirrt. Im Gegenteil, es war mir recht, wenn einmal eine gründliche Ordnung gemacht wird auf der buckelten Welt. Lieber Heinz, als Murin. Freilich, nervös darf man nicht sein am jüngsten Tag. Ich weiß, was schon das für ein Spektakel macht, wenn bei mir zu Hause das Begeleisen rutschert wird und auf die Erd fällt. Jetzt denken Sie nachher nach den Pumperer, wenn die Berg alle rutschert werden und die Sterne runterfallen und die Gräber aufspringen, wie die Fixierdosen und Donner und Blitz und Posaunenstöß und Geheul und Zähne klappern, als wenn der Mistbauer da war. Ja, und hernach, wenn es alle da stunden, Brösel nockert wie der Landsturm und der Erzengel Michael rufert auf nach dem Alphabet, zum Beispiel Bismarck Otto aus Preußen, 70 Jahre alt, seines Zeichens Franzosenhosenausklopfer, sonst ein braver Mann, ist aber zu spät nach Kanischa gegangen, Marsch mit Erm ins Fegefeuer auf 100 Jahre. Josef der Zweite, bürgerlicher Schätzer der Menschheit. Ah, habe die Ehre, da red man ja kein Wort, bitte gleich rechts, die erste Tür, Petrus, ein warmes Platzl bei der Sonne für den Kaiser Josef. Ja, und die Fürsten und Prälaten und die Reichen und Mächtigen stunden alle da mit zwischenblauen Lippen und Haar wie ein Gewandbürsten und müssten haarklar alles verantworten, was während ihrer Lebenszeit alles tendiert haben. Sehen Sie, wenn der jüngste Tag zu sonst gar nichts gut war, so ist das wenigstens für uns arme Teufeln, für die Kleinen und Unterdrückten, ein schönes Gefühl, dass keiner so groß oder so reich oder so schlau ist, für den nicht auch der Zolltag kommt. Lachen wir ihn bei meinem Öland, wenn der Erzengel Michael rufen wird, Werner Gemeinderat, und die Stadtvater werden daher torkeln, starr alt und klar wohnt sie. Und ganz letzt der korrigierte Dr. Mandler und der Erzengel wird's anschreien. Na, was habt ihr denn jetzt gemacht die ganze Zeit? Wo ist denn die Stadtbahn? Na, traut sich keiner zu reden? Sonst ist euch's mal gegangen wie eine Dreschmaschine. Wo ist denn lustig lebendig? Jetzt habe ich euch Zeit lassen bis zum jüngsten Tag. Da meint man, könnt ihr schon mit der Stadtbahn fertig sein oder wenigstens mit dem Linerwall abtragen. Was? Ah, nicht? Aber die Wehren wird's doch wenigstens zudeckt haben.
Ah, nicht. Na, wart, ich werde lernen. Komm her, Sparifankerl, das Treppel gehört dir. Ich bitte, wird da gleich der Dr. Mandl schreien, ich kann diejenigen nennen, die ganz allein die Schuld trifft. Baffalaba, sagt er auf der Erzengel. Glaub's, wir haben so viel Geduld wie das Bezirksgericht. Nimm ihn auch mit. Wird ihm nicht zu viel Unrecht geschehen. Fleißig mit Petroleum begießen und zweimal die Woche am Spieß braten. Na und erst mit dem Reichsrat. Da wird der Erzengel an den Trab fahren. Der Dr. Rosa, der was gegen die Lotterie und gegen den Wohltäter der Menschheit, den Professor Orlitsche war und gegen die Tram, die haben der liebe Gott schickt, der wird nichts zu lachen haben. Und die Streithanseln, die bis zum jüngsten Tag keine Ruhe gegeben haben mit einer Hetzereien, die werden barlweiß zusammenbunden. Der Gräger mit Knotz, der Schönere mit Bloch und der Lichtenstein mit Pläner. So wird die sich gut vertragen werden, wenn sie an demselben Spieß stecken. Und nachdem werden erst die großen Sünder kommen, die Wucherer, die Blutaussauger und die Leitschindern. Und denen wird alles heimgezahlt mit Zinseszins. Alles dann, sehen Sie, dass so eine Weltumtragung nicht gar so schrecklich ist, als man glaubt. Das heißt, wenn man ein reines Gewissen hat und kein Gemeinderat ist.